Ja, schönen Nachmittag, WordCamp Osnabrück. Ich bin Matthias Held und heute reden wir darüber, wie wir mit schwierigen Kunden umgehen können. Ich habe spezielle Fallbeispiele dabei mitgebracht und wir schauen einfach mal, was mir in meiner Selbstständigkeit passiert ist. Jetzt bin ich seit über 12 Jahren selbstständig, da ist mir eigentlich nichts passiert, euch wahrscheinlich auch schon. Und daraus habe ich natürlich verschiedene Lehren gezogen und die möchte ich auch einfach mal mitteilen und euch mitgeben und sagen, jo, wenn solche Situationen kommen, das und das habe ich gemacht, das und das habe ich vor allen Dingen falsch gemacht und das kann man besser machen und wie man sich vor solchen Situationen einfach schützen kann. Natürlich wird es so sein, dass wir da zwischendurch so ein paar, ich sag jetzt mal, ach du Scheiße. Okay, sieht super peinlich, aber das ist ein Kunde, da muss ich jetzt leider rangehen, weil ja, der ist ein bisschen schwierig, sagen wir mal. Der ist auch ein bisschen langsam. Also ich hoffe, das stört euch nicht, aber ne, das wird sonst ein bisschen komisch. Hallo, Herr Winterbottom? Hallo, Herr Held. Hallo. Schön, Sie zu sprechen. Auch schön, Sie zu sprechen, Herr Winterbottom. Es geht um Folgendes. Ja. Ihre Dings, Rechnung. Da gibt es ein Problem. Und zwar? Ja, wieso schicken Sie mir schon eine Rechnung, wenn die Website noch nicht fertig ist? Ah, okay, ich verstehe Ihr Problem. Sie haben mich ja beauftragt, eine Website erstmal zu bauen, ne, programmiertechnisch. Ja? Und dieser Teil ist auch schon abgeschlossen. Der ist auch schon vor Wochen abgeschlossen worden. Und ich hatte Sie gebeten, mir Inhalte zu senden. Bisher ist nämlich jetzt ja nur Blindtext drauf und ich sage jetzt mal Stockfotos. Und da sollten Sie sich überlegen, was da noch hereinkommt. Haben Sie das denn schon getan? Weil ich bin fertig mit meiner Arbeit. Deswegen schicke ich Ihnen auch die Rechnung. Weil da ist nämlich alles getan. Jetzt muss ich von Ihnen nur noch die Inhalte haben. Das war auch meine Anforderung. Sie müssen verstehen, ich mit meinem Geschäft möchte immer, ja, wie sagt man heute, on the edge sein, ne? On the edge. Ah, Also ja. immer, immer neu, aktuell sein. Und ich bekomme so viele schöne Teppiche. Das können Sie sich nicht vorstellen. Nee, kann ich nicht. Schöne Teppiche. Ja. Da habe ich jetzt so einen Afghanen reinbekommen. Wunderbar, was dort zusammengeknüpft wurde. Wunderbar, aber ich schweife ab. Sie verstehen, ich muss ja immer, immer on the edge sein, ne? Ja, Herr Winterbottom, verstehe ich. Ja, deswegen immer kommen neue Bilder, kommen neue Texte. Ja, das kann ich ja Und nachvollziehen. jetzt, ja. Aber, die können wir ja immer wieder neu einstellen. Ich habe es ja in einem Aber Content-Management-System eingebaut. Sie auf der Seite ja momentan nur Latein. Okay, Und das ist kein ich, soweit Latein. ich weiß, Latein ja auch Nein, eine es ist. tote Ist kein Latein, Sprache. Herr Winterbottom. Ach Ist es? so, ist kein Latein, Nein. Italienisch. Ist auch nicht italienisch. Ist sogenannter Nein. Blindtext. Lorem ipsum. Lorem ipsum. Ist ein Blindtext. Was? Das ist einfach nur Testtext, damit Sie sehen, wie es aussehen kann. Blindtext, so. Ja. Also, blinder Text sozusagen, Genau, ja, richtig. Ja, okay. genau, richtig. Und das lesen die Leute im Na, Internet. nein, das ist nur Text, damit Sie sehen Ach können, wie es aussehen kann. so. Das hat keine Bedeutung, dieser Text. Also die Seite ist nicht im Doch, Internet. die Seite ist schon im Internet, also für sich nur sichtbar. Ich habe Ihnen einen versteckten Aber Link ich gesendet. kann sie doch Ja, aufrufen. Sie sehen das, damit Sie mir die Inhalte senden können. Dieser Blindtext und die Stockfotos, Ja. also diese Testbilder. Genau. Ja, damit Sie mir Content liefern Wie können. komme ich noch mal zu der Seite? Die habe ich Ihnen per E-Mail geschickt, den Link. Ja. E-Mail, sagen Ja, Sie. E-Mail, E-Mail. ja, genau richtig. E-Mail. Ja, klar, natürlich, natürlich. Ja, Sie sehen also, wir können. Okay. Und so von der Programmatik und so ist alles.
alles abgeschlossen. Genau, von der Programmierung ist alles abgeschlossen. Ich brauche nur noch die Inhalte von Ihnen. Das heißt, von mir brauchen Sie nur noch Bilder. Genau. Und Texte. Korrekt. Die Texte können aber schon auf Deutsch sein. Die müssen jetzt nicht auf Latein. Ach nein, das ist ja blinder Text. Ja, genau. Richtig. Texte auf Deutsch sind super. Mhm. Also, weil Sie mir die Sachen gesendet haben, kann es für alle Welt im Internet sichtbar sein. Sehr schön, vielen Dank. Okay, dann ist die Problematik mit der Rechnung geklärt. Gut, schicke ich Ihnen das zu. Das Geld? Sie bauen das ein? Ja, den Inhalt baue ich dann ein. Und wenn ich dann neue Bilder habe, ich kriege nächste Woche. Wunderschön, ich kriege wunderschön Orient. Oh, ein orientalisches Meisterwerk. Nächste Woche können Sie sich gar nicht vorstellen. Kann ich wirklich nicht, Herr Winterbottom. Wunderschön. Mhm. Okay. Und die kann ich dann selber hochladen. Genau, ich habe Ihnen ein Konto. Oder machen Sie das? Ich kann das machen oder Sie machen es selbst. Alles. Aber da sprechen wir dann nochmal drüber, sobald die Sachen da sind. Erstmal müssen Sie die Rechnung bezahlen und mir die Sachen wunderbar, schicken. Wunderbar. Ja, dann nimmt das ja alles Hand und Form an. Ja. Ist das soweit geklärt? Gut, Herr Heck. Oder haben Sie noch Fragen? Ja, dann begleite ich Ihre Rechnung. Wunderbar. Vielen Dank, vielen Dank. Gern geschehen. War ein wunderschönes Gespräch. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Winterbottom. Ich wünsche Ihnen noch, ja, das wünsche ich Ihnen auch. Mhm. Auf Wiederhören, Herr Held, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Winterbottom. Bis bald. Ja, tut mir leid, diese Unterbrechung. Ja, erstmal die Frage. Es ist natürlich jetzt ein bisschen chaotisch gewesen. Da müsste ich erstmal rausfinden, das war ein quasi echtes Gespräch, was ich mit dem Kunden hatte. Der Kunde ist auch wirklich Teppichhändler und er spricht wirklich auch so. Und das ist ganz schön schwierig, aufgrund der ganzen wunderschönen Teppiche, dort überhaupt ins Gespräch zu finden. Aber um das Ganze mal zu analysieren, welche Probleme hier eigentlich aufgetreten sind und wie wir sie verhindern können in Zukunft oder lösen können, weil das ist jetzt natürlich ein Optimalausgang, das klappt meistens nicht. Wie können wir also sowas verhindern? Indem wir erstmal die Probleme analysieren. Erstmal fragen wir uns, was war denn hier los? Also, der Kunde wusste nicht, was alles zur Website-Erstellung gehörte. Also er wusste nicht, dass der Content nicht dazugehört hat. Das habe ich also wahrscheinlich nicht richtig kommuniziert. Ich habe ihm gesagt, ich baue ihm eine Website und er dachte, ja geil, Bilder, Texte, alles fertig, rein, Videos, mache ich noch Socials, cool. Dem ist natürlich nicht so, das kann ich nicht. Habe ich anscheinend nicht richtig kommuniziert. Dann hat er natürlich ein fehlendes technisches Verständnis. Okay, das können wir jetzt erstmal nicht ändern, wir müssen nur gucken, wie wir das vernünftig übertragen bekommen. Ergo, der Kunde wollte nicht zahlen, weil die Website ist nicht fertig in seinen Augen. Wie können wir das Ganze angehen? So, ganz easy, als Dienstleister muss ich schon während der Projekterstellung klar machen, was dazugehört und was nicht. Am besten auch wirklich vertraglich runterschreiben, ich mache die Programmatik, also ich mache in diesem Fall zum Beispiel WordPress, ich mache das Design und ich mache die Programmierung, die Inhalte mache ich nicht. Ich mache auch kein SEO, ich mache auch kein Content, ich mache keine Fotos, ich mache keine Videos, ich mache ansonsten nichts. So, und dann sollte man aber hingehen, um den Kunden so ein bisschen abzuholen, weil ich bin immer der Freund davon, Kunden vernünftig von Anfang an abzuholen, und zu sagen, okay, ich mache das nicht. Wie kriegen Sie denn den Content da überhaupt hin? Haben Sie jemanden, der den Content für Sie schreibt? Haben Sie einen Fotografen? Haben Sie vielleicht schon Texte und Bilder? Solche Sachen einfach von vornherein früh abklären, während der Projektdefinition, dann klappt das meistens, weil alle dieselben Erwartungen haben. Dann ein super toller Teil, Milestones. Milestones ist etwas, was man gerade als ich sag mal Freelancer, der noch nicht so lange dabei ist, eigentlich denkt so, ja, brauche ich ja nicht. Milestones, ich programmiere, ich designe, ich programmiere, fertig. Doch, brauchst du. Die brauchst du wirklich.
Und zwar solltest du dir jeden Schritt vom Kunden absegnen lassen. Das habe ich auf wirklich harte Hand gelernt. Und ich glaube auch zwei Leute, die hier sitzen, und zwar der Torben und der Johannes, haben das auch gelernt. Denn ein Projekt ist immer erst dann abgeschlossen, wenn es im Vertrag auch als abgeschlossen gilt. Wenn man zum Beispiel die ganze Zeit kein Content vom Kunden hat, das aber nicht definiert hat im Vertrag, dass man da keinen Content liefert, dann kann der Kunde auch Jahre später noch sagen, wieso muss ich dann bezahlen, die Website ist nicht fertig. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen nach jedem Milestone einfach kurz einen Abnahmevertrag, so nenne ich das, für den Milestone machen, alles klar. Der Held hat mir jetzt das Design gezeigt, ich segne das Design ab. Das ist nämlich auch noch ein ganz guter Tipp, weil der Kunde nicht danach noch großartig mit Revisions kommen kann und sagen kann, ey, ja, aber so, ja, das habe ich mir gar nicht vorgestellt. Also die Farben müssen alle anders und außerdem, ja, das Layout sieht schon ein bisschen komisch aus. Kennen wir alle, können wir mit diesen Milestones verhindern. Wenn wir nämlich Abnahmeverträge machen, alles klar, Design ist abgesegnet, es wird nichts mehr dran geändert. Kann man auch super gut in Agenturen machen, wenn man mit schwierigen Designern zu kämpfen hat. Es wird nichts mehr dran geändert, an Buttons als Beispiel, dann ist das fertig. ist ein super Tipp. Und mein absoluter Lieblingspunkt, Übergabe und Live-Schaltung. Also Übergabe zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht im Webbereich haben, zum Beispiel im Printbereich, sondern nach dem Motto, ja, alles klar, die Flyer gebe ich dir erst, wenn die Kohle zu 100% bei mir ist. Ich mache das auch gerne so, ja, okay, ich schalte Ihre Website schon live, die liegt auf meinem Server, Sie haben 14 Tage Zeit, meine Rechnung zu begleichen. Wenn die Kohle nicht da ist, wird sie vom Netz genommen, solange wie die Kohle da, bis die Kohle da ist. Solche Sachen sind immer blöd, wenn man sie später sagen muss. Ist einfach so. Das ist dann immer so zwischen Kunden und einem selbst immer so eine Reibung, die man nicht möchte. Ich bin ein ganz großer Freund, sowas vorher zu besprechen, zum Kunden zu gehen, zu sagen, hier, das ist mein Vertrag, so und so machen wir das, das sind die Milestones und das hat dann zu geschehen. Von meiner Seite muss dann das geliefert sein und von deiner Seite muss dann und dann die Kohle sein. Ich mache nicht weiter, wenn ein Milestone nicht abgesegnet ist und wenn die Teilzahlung nicht da ist. Das ist etwas, was man sich einfach wirklich antrainieren muss, aber das hilft mir inzwischen ungemein. Also das sind wirklich Tipps, wo ich sagen kann, die kann man jederzeit immer wieder... Oh. Okay, folgendes, der ist ein bisschen flippig. Weiß ich noch nicht, was jetzt... Also nicht wundern was, mit dem, was jetzt passiert. Moin, moin, Matze. Moin, Ralf. Wie hängt's? Super hängt das. Von ihm ja, muss, ne? Ja. Ja, du folgendes, ne? Hab da so ein kleines Problemchen. Oh. Mit deiner Rechnung. Natürlich. Was ist denn los? Ja, weißt du, ich bin gerade so ein bisschen, weiß ja, knapp bei Kasse, ne? Mhm. Und, aber, keine Angst, ich habe einen super Deal für dich. Jetzt komme ich nicht mit Ralfs Blockchain und ich krieg Anteile oder sowas. Ne? Ist egal, mach weiter. Also, pass auf, deine Rechnung ist 1000 Euro, ne? Mhm. Ja, ist auch super fair, super geile Website, ich bin super zufrieden, sieht mega geil aus. Auf den Short, Digga. Das freut mich zu hören. Ja, folgendes, ne? Also, anstatt der 1000 Euro, die du wahrscheinlich sowieso in Nahrung investieren würdest, ne? Borgt man sich ja immer nur, ne? Folgendes, gebe ich dir dafür, ne, 1000 Müsliriegel und 500 Dosen Energy Drink. Alle, ne? Anstatt 1000 Euro, das, also, geht der dann sowieso in Essen. Hallo? Also, anstatt 1000 Euro gibst du mir 500 Müsliriegel und 1000 Dosen Energy Drink. 0,5 Liter Dosen. Ja, das macht besser. Also nicht. Die ist kleine. Ja, okay. Jo. Weil ich das ja eh... Ja, aber nee, ganz wichtig, nicht so Billigprodukte, nee, sondern echte Markenprodukte. Mm, okay. Ja, die sind ja Hammer. Ich sehe, dass das die Hammer sind. Also nochmal, anstatt der 1000 Euro bietest du mir 1000 Müsliriegel und 500 Energy Drinks. Das ist korrekt. Das habe ich nicht richtig verstanden. Hm. Nein, du verstehst mich falsch. Okay. Ja, guck mal.
die kannst du ja bezahlen, so deinen Vermieters und so, ne, die kannst du ja anders bezahlen mit dem Geld, die du sonst verdienst, weil du sparst ja das andere Geld für das Essen sozusagen, weil das musst du ja nicht ausgeben, weil du hast du ja. Okay, also ich soll meine Vermieter mit meinem Geld bezahlen. Alles Markenprodukte, ne, wie schon gesagt, 0,5 Liter Dosen, ne, von den Energy Drinks. Ich habe aber nur Berry Blaster und Blue Force, natürlich, klar. Genau, ich mache das schon seit 3 Monaten so. Super, du sparst Unmengen Kohle. Okay, also Ralf, erstens, geh zum Arzt. Wichtig, geh wirklich zum Arzt. Zweitens, nein, ich kann nicht davon leben. Ich bin zu alt für den Scheiß, ne? Siehe mein Fuß. So, bin wirklich zu alt für den Shit. Wir müssen das anders regeln, ne? Ich biete dir Folgendes an. Ich biete dir Ratenzahlungen an, zinslos, kleine Raten, Cool. Aber das Geld. Ich kann mich nicht mehr von so einem Crap ernähren. Wirklich, es tut mir wirklich leid. Ich kann auch nichts anderes annehmen. Okay? Ist das für dich cool? Ratenzahlung, kleine Raten, aber Kohle. Okay, das verstehe ich. Cool. Mhm. Okay. Also du bietest mir an, ne? Wir machen Ratenzahlung, ne? Bei mir ein bisschen kleinere Raten, ne? Ist halt schwierig, das Geschäft, ne? Kennst du ja. Ja, ist halt schwierig, weil Leute da auch nicht bezahlen wollen. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen. Ja, ist schwierig, kenne ich. Ja, kann ich mir vorstellen, dass du okay, da cool. Also du bietest mir Ratenzahlung und dann zeige ich das in Ruhe so zinslos bei euch ab, ne? Ja, genau so machen wir das rein. Du bist der Beste. Mhm. Super. Jo, Ralf, geh zum Arzt, ne? Ich wünsche dir was. Alles klar. Ich wünsche dir was. Prost, so. Ne? Wunderbar. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Holy fuck. Hi. Okay. Sowas ist tatsächlich passiert, zwar als E-Mail. Ich habe das Ganze als E-Mail bekommen und der Herr hat mir wirklich das angeboten. Ich muss dazu sagen, dieser Herr hat viel mit Bands zu tun, also der vermietet Band, Nightliner und Band, Bandvans, womit halt Bands durch die Gegend fahren können und kriegt halt immer von so bestimmten Marken kostenlos Energy Drinks und Müsli-Riegel. Ja, gehen wir mal ganz kurz dahin, wieder zum nächsten Punkt. Was war hier denn los? Der Kunde hat erstens bald gesundheitliche Probleme. Das ist uns auch von nicht alles klar. Und zweitens, er hat selbst Geldengpässe und versucht sich da anders zu behelfen. Das können wir alle verstehen, gerade als Freelancer. Gerade wenn man neu startet oder zwischendurch, ist es schwierig. Kunden wollen nicht zahlen, habt ihr ja gehört. Oder es ist irgendwas passiert, wir müssen uns versichern oder irgendwas anderes ist los und man hat halt kein Geld und versucht dann dort irgendwo zu sparen, aber hier dann leider nicht. So. Man muss dem Kunden bei solchen Geschichten immer klar machen, dass man selbst auf das Geld angewiesen ist. Ganz klar, Geld oder nichts. Ich weiß, das ist schwierig, weil dann sagt der Kunde vielleicht nichts, aber er ist ja selbst auf die Website oder auf das Produkt angewiesen, sonst wäre er nicht zu euch gekommen. Was ich immer ganz gerne mache, ich komme dem Kunden dann halt entgegen. Entgegenkommen heißt aber Ratenzahlung ja, Rechnungsreduktion. Warte mal, hier ist doch so ein Laserpointer, ne? Ja. Nein, niemals, never ever. Das können wir gleich nochmal im Kanon wiederholen. Das solltet ihr euch nämlich einprägen. Es hat nämlich einen ganz, ganz, ganz guten Grund. Und der ist mir oft passiert, als ich früher sowas getan habe. Wenn man die eigene Arbeit dadurch herabwürdigt, indem man im Nachhinein Rabatte genehmigt, dann kommen die Kunden beim nächsten Projekt und sagen, wieso, letztes Mal hast du es doch auch für 50 Euro die Stunde gemacht. Und die berufen sich darauf, die merken sich das. Und das ist selbstverständlich, weil man denkt sich ja, wieso, der kriegt das doch auch für weniger Geld hin. Alles, was er da draufschlägt, ist ja irgendwie uncool. Ne? So halten sie sich da irgendwie dran. Ich kann nur sagen, macht es nicht. Macht es auch nicht im privaten Bereich. Da habe ich auch eine ganz schöne Geschichte zu, aber das ist was für einen anderen Tag. Weil das fällt nämlich auch immer ganz schön ins Gemenge. Punkt 3. Ganz klar machen, dass das eine Ausnahme ist mit der Ratenzahlung oder mit dem Entgegenkommen, wie auch immer das aussieht. Zum Beispiel, okay, zahlst du mir erst die Hälfte an, ich stelle das Ganze schon mal live oder du kriegst die Hälfte der Flyer oder was auch immer.
Aber dies ist eine strikte Ausnahme. Ich mache das beim nächsten Mal nicht. Du solltest dir vorher im Klaren sein, ob du das leisten oder stemmen kannst. Das ist ein Punkt, der ist nicht auf der Folie, den habe ich extra nicht mit drauf genommen. Und zwar, weil das ist so ein eine Gratwanderung. Ich bin inzwischen dahin gegangen und bei jedem Neukunden, den ich habe, sage ich erstmal, hier ist mein Kostenvoranschlag, bevor ich überhaupt einen Tastenschlag mache, 50% davon im Voraus. So seid ihr auf jeden Fall sicher, dass total egal, wie viel Arbeit ihr da dann reinsteckt bis zum ersten Milestone, hatten wir davor in der Folie, schon mal das Ganze abgezahlt ist. Weil es kann immer mal sein, dass der Kunde zwischendurch sich anders überlegt und dann steht ihr da mit einem halbfertigen Projekt, der Kunde möchte nicht mehr und was macht ihr dann? Aber, bitte? An die Konkurrenz verkaufen. Ja, wenn du das kannst, gut. Mein Code ist nicht so gut. Frag ihn, er hat es gesehen. Oder die Sache ist halt auch, man kann das machen, aber es ist halt auch schwierig. Man muss sich auch überlegen, was für ein Kundenumfeld man ist. Man kann es ziemlich gut machen, wenn man höherklassige Kunden hat. Also ich sag mal in Richtung B2B oder in Richtung größere Konzerne. Bei so Kleinkunden, zum Beispiel bei dem Ralf von Grade, ist es schon schwierig. Ne? Bei Mr. Winterbottom hätten wir das wahrscheinlich schon machen können. Habe ich damals auch nicht gemacht. Und ich muss auch ganz ehrlich sein, bis heute warte ich bei Mr. Winterbottom auf mein Geld. Und Mr. Winterbottom warte bis heute auf seine Website. Das ist eine dieser Lessons, die ich halt damit rausgenommen habe. Okay. Was wir gerade hatten, klar machen, dass es eine Ausnahme ist. Und das machen wir dadurch klar, indem wir einen kleinen Mini-Vertrag haben. Ich habe solche Verträge, die werde ich einfach mal auch online stellen. Da werde ich meinen Namen einfach rausretuschieren. Und wenn ihr mir eure E-Mail-Adresse lagt oder ihr kriegt gleich eine Karte von mir und schreibt ihr mir, dann werde ich die euch zur Verfügung stellen. Ich habe die auf Deutsch und auf Englisch. So ein Zahlungsanpassungsvertrag ist immer recht tricky. Aber deswegen habe ich ihn damals von meinem Anwalt aufsetzen lassen. Weil solche Sachen auch schnell gerne mal in die Hose gehen können. Aber da muss einfach ganz klar definiert sein, was das für eine Ausnahme ist, warum die Ausnahme getätigt wird und dass sie nach Zahlung nicht mehr gilt. So, damit beende ich den aktiven Teil von mir in dieser Session mit den Worten wirklich, du bist es wert. Das ist einfach etwas, was ich mir immer sage, wenn Kunden ankommen mit, können sie es nicht günstiger machen. Können wir nicht das und das? Können wir nicht das und das? Man ist immer gerne versucht, gerade wenn man so Sachen schon eigentlich quasi fertig hat, dann zu sagen, ja komm, machen wir sonst irgendwas. Im Nachhinein beißt es euch in den Hintern. Weil es ist immer so, dass der sagt, okay, letztes Mal hatten wir das aber für 30 Euro. Machst du für 30 Euro, komm schon. Ne? Was letzte Preis? Solche Geschichten. Das merken sich die Kunden. Und alle Ausnahmen, auch zum Beispiel Überstunden oder sonstige Geschichten, kommen auf euch zurück. Ich verlasse euch jetzt aber noch nicht, weil jetzt möchte ich euch in den aktiven Teil reingehen, weil das war Präsentation Nummer 1. Und demnächst, bei nächsten WordCamps, möchte ich weitere Kundenfälle vertonen, in Anführungsstrichen, wo ich liebe es, mich zu verkleiden. Und solche Sachen erneut vorzubringen, wenn es euch gefallen hat. Hat es euch gefallen? Kann das einigermaßen cool? Okay. Freut mich. Gerne auch Anmerkungen. Ich bin noch ein paar Stunden beim Raidboxes Flashstand. Danach muss ich leider wieder fahren. Aber gerne Anmerkungen oder sonst irgendwas Features für mich. Aber erstmal möchte ich von euch hören, was waren die schlimmsten Kundenfälle oder wie habt ihr sie gelöst? Oder du hast noch irgendwas anderes. Also jetzt ist offene Runde. Also ich sag mal, erstmal super Vortrag, wirklich toll. Danke, danke. Würde gerne mehr davon sehen. Solche Fälle haben wir andauernd oder häufig gehabt. Ja. Zum Beispiel, aber es ist auch bewundernswert von dem Ralf, dass er dich überhaupt anruft, dass er dir Geld schuldet. Das ist auch sehr häufig, dass du hinterherlaufen musst, dass sie sich überhaupt nicht mehr melden. Ja. Und du sagtest ja zum Beispiel, es ist Rechnungsreduzierung oder sonst was nie machen. Da würde ich sowieso, wenn man mit einem Kunden zusammenarbeitet, der wirklich aus Geldnöten auch nicht bezahlen kann und sonst was, und du gehst vielleicht irgendeinen Deal ein, weil du weißt, sonst kriegst du gar nichts. Ich würde mit der Person gar nicht mehr zusammenarbeiten, außer du kriegst 100% bezahlt. Ganz strikt. Gar nicht mehr, weil es kann ja auch sein, dass er auch gar kein Geld mehr hat, auch wenn du welche Verträge abgemacht hast oder sonst was, und er hat einfach nicht das Geld zu bezahlen und du läufst hinterher und dann ist es weg. Aber da musst du sagen, 100% Vorabzahlung, fertig. Also wenn er an sein Projekt glaubt, dann kann er auch wirklich die volle Summe bezahlen. Also deswegen würde ich da keine Kompromisse eingehen.
Super Hinweis. Also der Hinweis war nochmal, wenn ein, soll ich es wiederholen? Brauche ich nicht mehr wiederholen? Okay, cool. Alles klar. Sonst noch jemand Anmerkungen, Fragen oder Kundengeschichten? Ich liebe Kundengeschichten. Ihr habt alle geile Kunden. Wieso mache ich das denn hier überhaupt? Hat keiner jemals Probleme gehabt. Okay, sonst, ansonsten habe ich noch eine tolle Anekdote von einem anderen Kunden, die ich noch nicht verfilmen konnte, weil das Ganze ist noch ein bisschen schwieriger. Aber davon kann ich mal ein bisschen erzählen, wenn ihr noch Lust habt, mir 10 Minuten zuzuhören. Okay, alles klar. Dieser Kunde ist Anwalt. Ich liebe Anwaltskunden und Ärztekunden. Dieser Kunde hat in seinem Büro 4 Stühle. Jeder dieser Original-IMS-Stühle kostet mehr als meine Gesamtrechnung im Jahr. Dieser Kunde hat von mir ein komplettes Redesign bekommen. Wir haben 1000 Social-Media-Sachen eingerichtet. Bei ihm ist alles automatisiert. Seine ganze Kanzlei, ich mache nämlich auch EDV nebenbei, ist komplett automatisiert. Läuft super. Die Rechnung, ich mache mal einfach einen runden Betrag, war jetzt 10.000 Euro für, sagen wir mal, über ein Jahr Arbeit. Ich kriege eine E-Mail am Ende des Jahres, habe gesagt, wunderbar, hier ist das Geld, hat er auch bezahlt. Nächstes Jahr dasselbe quasi nochmal, aber diesmal müssen wir es günstiger haben. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen Stundensatz erhöht. Das hat einen einzigen Grund. Ich mache mir dann ein lustiges Diagramm mit Aufwand, Bock auf dieses Ding, Kundennervfaktor und zu welchem Preis ich bereit bin, dies zu machen. So, dann ziehe ich da quasi eine Linie durch und die endet irgendwo bei einem Preis. So, und es gibt ja auch zum Beispiel, ich sag mal, Projekte, da hat man mega Bock drauf. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade richtig Bock, einen anderen Lorem Ipsum-Generator zu schreiben. Und zwar einen sogenannten Flachwitz-Ipsum-Generator. Danke, Jeff, für die Idee. Damit halt auch Leute verstehen, okay, dieser Text ist nicht echt, das ist nicht Latein, das ist nicht Italienisch. Und auf dieses Projekt habe ich Bock. Und da würde ich, wenn das jetzt ein Kunde wäre, zum Beispiel weniger berechnen. Aber bei dem Herrn Anwalt habe ich meinen Stundensatz halt höher geschraubt, weil ich sagte, okay, mir scheißegal, wie ätzend der sein kann, ich weiß, wie ätzend der ist und ich weiß, wie schwierig das ganze Projekt ist. Wenn ich diesen Betrag am Ende rausbekomme, dann kann ich mir noch morgens in den Spiegel schauen. Das ist halt auch etwas, dass man als Freelancer irgendwann merkt, dass man wirklich nicht nur mit festen Stundensätzen reingeht, sondern einfach sagt, so, okay, erstmal gucke ich mir das Projekt an, erstmal lerne ich die Person ein bisschen kennen. Und dann zu beurteilen, wie ätzend wird das Projekt, wie viel kann ich berechnen und wie viel werde ich berechnen, damit es mir danach noch gut geht. So, nachdem ich diese E-Mail versandt habe, mit dem neuen Kostenvoranschlag dafür, hat er mich natürlich direkt angerufen und gesagt, wie kann das denn sein? Letztes Mal haben sie das und da und dafür gekriegt. Dann habe ich gesagt, ja, allerdings sind meine Kosten gestiegen, seitdem ich weiß, wie viele Stunden ich tatsächlich da reingesteckt habe. Und seitdem ich weiß, wie viel Arbeit es ist, bei Ihnen in der Kanzlei die ganzen Sachen zu verlegen, Sie können sich gerne Angebote woanders reinholen, aber das ist mein fester Preis. Und tatsächlich hat das bei dem Kunden geklappt und bei den darauffolgenden Kunden, wo ich es gemacht habe, auch. Das bringt mich zu dem Punkt, den ich ganz am Anfang hatte, den Kunden abholen. Den Kunden an die Hand nehmen und sagen, hey, okay, ich weiß, was dein Problem ist das und das, wenn man es analysiert hat, und entweder ich kann das lösen, das geht, das müssen wir so und so regeln und das biete ich dir an. Oder aber, okay, das kann ich nicht, das kann ich persönlich nicht oder das kann ich aus monetären Gründen nicht oder aus ethischen oder was auch immer. Tut mir leid, wir können nicht zusammenarbeiten oder wir können nicht mehr zusammenarbeiten. Das hat auch vor allem den Grund, dass man am Ende, wie gesagt, in den Spiegel schauen kann und nach 6 Monaten Selbstständigkeit nicht denke, oh Gott, Junge, was habe ich getan? Ich bin so fertig, ich bin so kaputt, ich habe Mental Health Issues, ich habe alles Mögliche an Problemen, einfach weil ich diese ganzen Projekte so durchboxe und mich so dahinter klemme, nur um den Kunden wirklich glücklich zu machen. Der Kunde ist nur zum Teil König. Wirklich nur zum Teil. Nämlich nur so lange, wie er dich selbst respektabel auf einer Ebene behandelt. Das ist monetariell, das ist das Menschliche gegenüber und das ist das Wertschätzen der Arbeit. Und dieses Abholen
wenn man einem Kunden vernünftig erklärt, das und das muss geschehen, damit wir das Projekt gemeinsam vernünftig und glücklich zu Ende bringen, und der Kunde vernünftig darauf reagiert, dann ist alles cool. Wenn er nicht darauf reagiert, dann wissen wir direkt, okay, entweder das wird nichts oder ich muss so verdammt viel Kohle fordern, dass ich es trotzdem mache. Jemand noch Anmerkungen, Wünsche? Ja. Ja, cool. Also eine Story habe ich, die ist aber leider nicht so witzig. Also ein Kollege von mir aus den USA, der hatte einen Kunden, und da ist normalerweise, Zahlungsmethode ist meistens Kreditkarte. Mhm. Also das ist nicht per Rechnung oder so, sondern per Kreditkarte. Und das war ein größeres Projekt, wo 150.000 oder sonst was, hat halt mehrere Mitarbeiter, und dann haben sie das ganze Jahr dieses Projekt gemacht. Mhm. Und der Kunde hat Milestones bezahlt. Und am Ende war der Kunde nicht zufrieden, wollte die letzte Rate auch nicht bezahlen, hat dann auch noch im Nachhinein, weil er mit Kreditkarte bezahlt hat, alle Zahlungen rückwirkend zurückgebucht. Mhm. Er musste einige Leute entlassen, eigentlich fast alle, war auch völlig fertig, Burnout und sonstige Geschichten. Und die Krönung dazu ist, der Kunde hat noch zwei von seinen Hauptentwicklern abgeworben. Der ist dann pleite gegangen, weil er seinen anderen Kunde verloren hat. Holy shit. Ja, sowas kann passieren. Ja, so eine ähnliche Geschichte kenne ich, ist mir selbst Gott sei Dank nicht passiert. Da habe ich oder beziehungsweise die Firma die Lesson daraus gezogen, bei solchen Überseegeschichten immer mit Escrow arbeiten. Escrow ist halt quasi ein Mittelsmann, der kriegt die gesamte Kohle von der Kreditkarte und er ist auch dafür verantwortlich. Und die Escrow-Gesellschaft zahlt dir das Ganze aus. Das heißt, wenn der Kunde dann sagt, okay, ja, ich lasse dir die Zahlungen als unwegend zurückbuchen, hat die Escrow-Firma das Problem. Die Escrow-Firma hat aber Anwälte dahinter, die Escrow-Firma ist sicher und die Escrow-Firma überprüft, ob auch von deiner Seite alles geliefert worden ist. Also wenn ihr das, wenn ihr mal vor diesem, in Anführungsstrichen, Problem steht oder unsicher seid, okay, das ist ein Kunde aus dem Ausland oder da geht es um richtig viel Geld. Wenn es um richtig viel Geld geht, dann sollte man sich auch überlegen, wirklich etwas zu investieren, damit man dieses Geld halt auch bekommt. Und so eine Escrow-Firma ist wirklich, habe ich persönlich einmal benutzen müssen, aber da ging es einfach nur darum, dass der Kunde in Tokio war und ich in Deutschland. Hat mich, glaube ich, 2,5% quasi wie PayPal gekostet von dem, was ich verdient hätte. Aber ich bin dann immer auf der sicheren Seite. Mich würde interessieren, auch gerne in die Runde, du hast ja wirklich Horrorkunden gehabt, also oder teilweise hast du die unter Umständen immer noch, weiß ich nicht genau. Letztendlich sollte es ja das Ziel sein, die Wunschkunden zu finden. Hm. Deine Matrix ist zwar schön und gut, aber letztendlich wäre es schöner, wenn du zu 100% wirklich nur für Kunden arbeitest, wo du richtig Bock drauf hast. Mhm. So, und das ist ja eigentlich die Challenge, die jeder Freelancer oder jede Agentur ja eigentlich zu lösen hat, wie man sozusagen es schafft, diese Kunden zu akquirieren, beziehungsweise für die zu arbeiten. Und es gibt ja auch dann Agenturbeispiele, wo schlicht und ergreifend die Kunden, mit denen man nicht gerne zusammenarbeitet, gefeuert werden. Ja. Mit dem Ziel, dann Freiraum zu schaffen eben für neue Kunden, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Und da würde mich interessieren, hier in der Runde, ob es dazu Erfahrungen gibt, wie man diesen Optimalzustand erreicht. Du weißt, wie ich diesen Optimalzustand erreicht habe. Du hast mich angestellt. Also mein Optimalzustand, den habe ich quasi erreicht, weil ich arbeite halt bei Johannes, bei Torben und mit ein paar Leuten hier bei Rateboxes und habe halt nur noch Kunden nebenbei. Das heißt, Kunden, auf die ich keinen Bock habe, die nehme ich gar nicht erst an, weil ich habe es in dem Sinne nicht nötig, dass es halt nur zusätzliches Geld. Oder ich nehme halt wirklich so abnormal viel hohe Stundensätze. Manche machen das dann, dann denke ich mir so, okay, ist mir jetzt auch egal. Aber was ich festgestellt habe, man kann Leuten nie hinterm Kopf gucken und so eine Formel gibt es natürlich nicht. Aber was ich festgestellt habe, dass persönliche Gespräche, auch über einen längeren Zeitraum, auch so mal sagen, ey, lass uns erstmal nicht über Geld reden, sondern lass uns erstmal, was ist deine Vision, was möchtest du denn kreieren oder wofür brauchst du mich? Und wenn die Person schon klare Vorstellungen hat, schon grob eine Idee, wie es zu funktionieren und auszusehen hat
und ansonsten auch umgänglich ist, dass man sich auf eine Art und Weise verständigen kann, die für jeden klar verständlich ist. Ich habe ja zum Beispiel auch ein anderes Sprachbild an den Tag gelegt mit dem Herrn Winterbottom als mit Ralf. Einfach, dass man sagen kann, okay, ich kann mit diesen beiden Kunden auf einer Ebene kommunizieren, auch wenn man halt ein anderes Sprachbild verwendet, dann ist es schon eigentlich schon mal sehr viel gewonnen. Weil wenn jemand, ein Kunde ankommt und sagt, ja, ich weiß nicht, Digga, ich will das zweite Facebook bauen, das wird super, ne, ganz klar. Dann wisst ihr direkt, okay, der hat keine Ahnung, wie er das machen möchte, er hat keine Ahnung, was das Ganze eigentlich ist und er kann auch nicht klar definieren, wie er zu dem Ziel kommt. Dann ist einfach direkt schon mal rote Fahne. Das heißt, es gibt keine Formel, die perfekten Kunden zu finden. Es gibt aber definitiv eine Formel und eine Möglichkeit, schlechte Kunden oder, ich sag mal, rote Flaggenkunden auszuschließen. Ja, wir sind eine Online-Marketing-Agentur und wir haben das auch gerade den Fall, dass wir einfach das letzte Jahr so ein bisschen Revue passiert haben und festgestellt haben, dass wir ein paar Kunden haben, die mit Support-Anfragen über die Stränge schlagen und dass wir da auch überlegen, wie viele Kunden haben wir denn im letzten Jahr betreut und wer ist davon ein guter Kunde, wer ist davon ein schlechter Kunde und wo trennen wir uns dann vielleicht. Mhm. Ja, das ist tatsächlich, denke ich, sinnvoll, weil dann hat man auch mehr Zeit für die guten Kunden und kann auch mit denen mehr machen. Ja. Ja. Ich wollte noch kurz zu deiner Folie, du bist es wert. Ich sehe das auch schon beim Angebot. Wenn die Kunden da verhandeln wollen, dann sind wir auch, dann geben wir auch keine Preisnachlässe, sondern wir gucken eher, okay, Kunde, was kannst du denn vielleicht selber machen? Also kannst du tatsächlich dann selber Inhalt liefern, Bilder oder haben wir Korrekturschleifen eingebaut? Vielleicht können wir die Anzahl reduzieren, dass wir sagen, da muss es nach einer Korrekturschleife passen. Wenn es nicht passt, musst du eine weitere Korrekturschleife extra bezahlen. So kann man dann den Kunden auch so ein bisschen erziehen. Ja, ja, definitiv. Ja. Design von dem alltäglichen Leben. Ja. Kannst du da auf YouTube mal kurz zugreifen? Das dauert ich hab, Das dauert 2 Minuten und das passt eigentlich zu dem Thema sehr gut. Ich muss mich kurz hier ins WLAN einloggen. Aber in der Zwischenzeit, da war noch eine andere, während ich das raussuche, war noch eine andere Frage irgendwo. Ja, für mich war das jetzt so eher der Kommentar. Ich habe den Eindruck, diese Beratungsleistung. Also ich habe zunehmend den Eindruck, die Kunden verstehen immer weniger, was geht und was zu welchen Preisen geht. Also diese Beratungsleistung, überhaupt erstmal Kunden dahin zu bekommen, sich ja strukturiert zu äußern, die nimmt meines Erachtens exponentiell zu. Also vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren wussten Kunden noch sehr viel deutlich besser, was eine Webseite ist und was sie leisten kann. Und wo Sie damit hinwollen, ich wollte eigentlich nur mal hören, ob das auch euer Eindruck ist. Kann ich dir sofort was zu sagen? Vielleicht hat noch jemand anderes was dazu? Also ich kann das insofern bestätigen, als dass wir auch ganz oft im Wettbewerb feststellen, dass ein Kunde sagt, ja, ich habe hier ein Vergleichsangebot, das ist irgendwie 5.000 Euro günstiger und dann fragen wir ihn ja, ist denn da auch alles drin? Und dann manchmal checken die uns dann das mit geschwärzten Preisen und dann ist dann eine Seite, wo dann draufsteht, ja, wir erstellen Ihre Webseite in Deutsch, in Englisch und man weiß aber meistens gar nicht, was ist da wirklich drin? Also, ne, und dann stellen wir halt ganz oft Fragen und dann sagen wir, hier, ist denn das eigentlich mit drin? Und dann sagt der Kunde selber, weiß ich gar nicht, ich frage mal nach und dann stellt er fest, okay, ist doch gar nicht mit drin gewesen. Und dann haben wir direkt schon eine Abgrenzung. Aber ansonsten, ja, ist schon, man muss den Kunden dafür sensibilisieren, was die Leistung ist. Wow. Ja, ich habe jetzt erstmal das Video gefunden. Ich spiele es jetzt erstmal eben ab. Ja, um nochmal auf deine Frage bzw. deine Anmerkung zurückzuhumpeln, zu kommen. Ja, du hast recht. Ich habe auch das Gefühl, dass Kunden das Web mehr oder weniger als Ganzes zu verstehen, anstatt singular ihre Webpräsenz, ihre Website halt auszusortieren. Also sagen, ja, wenn ich eine Website habe, dann machen sie ja mein Facebook. Dann machen sie ja nochmal etc. etc. pp. Weil sie nicht verstehen, weil das technische Verständnis fehlt, wie bei dem Herrn Winterbottom am Anfang. Da ist halt wieder dieser Punkt, den Kunden abholen und sagen, hey,
Folgendes, das hat nichts mit Facebook oder sonst was zu tun. Ich baue nur deine Website. Das heißt, ich präsentiere dein Produkt, Projekt, dein Geschäft etc. dort. Nicht auf sozialen Medien, nicht dort und dort. Ich mache kein SEO, wenn ihr es nicht anbietet, und ich mache auch nicht den Content. Solche Sachen halt ganz klar darzulegen und vor allen Dingen auch, wie am Anfang erwähnt, Verträge, Vertrag, noch mehr Verträge. Warte kurz, du kriegst noch das Mikro. Wir machen es eigentlich immer ganz einfach. Was nicht als Leistung im Vertrag steht, ist auch nicht drin. Also ja. Das schließen wir einfach aus. Ja. Okay, damit sind wir durch. Vielen, vielen Dank. Wenn noch Fragen, Anmerkungen sind oder ihr die Verträge vielleicht von mir haben wollt, ich bin, wie gesagt, gleich noch am Rateboxer-Stand und dann sehen wir uns. Vielen Dank, dass ihr da wart.